Das Kapitel über Sozialismus in meinem Buch Kapitalismus und Sozialismus und Anarchie beginnt treffenderweise mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche, das da lautet: Der Sozialismus ist der fantastische jüngere Bruder des fast abgelebten Despotismus, den er beerben will. Seine Bestrebungen sind also im tiefsten Verstande reaktionär, denn er begehrt eine Fülle der Staatsgewalt, wie sie nur je der Despotismus gehabt hat. Ja, er überbietet alles Vergangene dadurch, dass er die förmliche Vernichtung des Individuums anstrebt, als welches ihm wie ein unberechtigter Luxus der Natur vorkommt und dadurch ihn in ein zweckmäßiges Organ des Gemeinwesens umgebessert werden soll. Wie treffend für die heutige Zeit.